Hey Leute, ich habe etwas gefunden. Ein Känguru. Ein ganzes, kein halbes. Ich habe ein Känguru gefunden, nachdem ich ja sehr lange einfach nur durch Pampa gekrochen bin und haufenweise verwilderte Schweine gesehen habe. Nein, ich habe keins davon angeschossen, gar nichts. Ich habe wirklich nur nach Kängurus Ausschau gehalten. War ein ziemlich langlebiges Unterfangen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Gut gemacht. Wo ist es jetzt? Nein, ich hatte doch gerade ein Känguru. Das ist. Oh, endlich ein Känguru. Verdammtes Känguru. Auch wenn es nur eins ist, das ist die Sache wert. Jetzt kriechen wir daran. Keine Lust, dieses Känguru auch zu verlieren. Wird schon irgendwie klappen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier in der Region, wo ich mich gerade befinde, hier hinten kaum was ist. Ich habe jetzt den ganzen Weg hier nichts gesehen. Hier waren nur verwilderte Schweine. Und jetzt will ich mal hier so rumgehen. Vielleicht habe ich ja da mehr Glück. Ja, ein kleiner Plan. Eine kleine Planänderung. Das ist. Da läuft's, da läuft's, da läuft's. Interessanter Ruf übrigens, den habe ich auch noch nicht so vernommen. Wo willst du hin? Schön sitzen bleiben. Mission Seeing Red completed. Wow! Ich bin ein wahres Multitalent. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von verletzten Schweinen umgerannt werden. Und übrigens, sobald ich eine vernünftige Schussposition habe, denke ich mal, werde ich abdrücken müssen. Damit es mir nicht entkommt. Puh, so, komm mal vor, Känguru. Ja, so eine gute Schussposition, habe ich gesagt. Das ist ein arschiges Känguru. Würde mich gern Ivo hinlegen. Okay, es steht. Gute Waffe. Hast fein gemacht. Ja, oh, ich liebe dieses Nachladegeräusch. Das gefällt mir so extrem. So, Känguru am Boden. Jawoll! Genau so will ich das sehen. Und nicht anders. Oh. Ich bin mal gespannt, was ich getroffen habe, weil ich habe das Gefühl, diese Kängurus, die fallen einfach bei jedem Treffer einfach um. Egal was passiert. Egal wo du hinschießt, du nietest das Vieh um einfach. Das kommt mir so ein bisschen, ach, wie soll ich sagen, eigenartig vor. Es ist eigenartig. Nachladen hatte ich ja. Ich bin so vergesslich in letzter Zeit. Daraus werde ich eine schöne Kängurusuppe machen. Wie das wohl schmeckt. Aber es ist schon eigenartig. Ich habe hier noch keine größere Känguru-Truppe gesehen, immer nur einzelne. Also hier zwei insgesamt als einzelne. Es ist schon eigenartig. Ja, du liegst ein bisschen komisch da. Ein weibliches Känguru. Mach mal einfach mal einen Trophy-Shot.
Achso, natürlich musst du noch die neue Kinder bekommen. Ach, jetzt tu doch nicht so. Oh, das sieht so knuffig aus. Das sieht so knuffig aus. Ja. Gutes Känguru. Fein gemacht, fein gemacht. So schön, endlich mal ein Känguru erwischt statt einem verwildeten Schwein. Das ist doch schon mal viel wert. Auch wenn es nicht jetzt das Mega-Känguru war, das war es auf jeden Fall wert. Gut, wo ist mein B? B, 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 B. Sehen wir vielleicht noch eins auf Anhieb? Nee, sieht wohl eher schlecht aus. Gut, ich denke mal, dann werde ich hier wieder einen Cut machen und euch hoffentlich das nächste Känguru genau gleich präsentieren. Also, bis gleich. Yeah. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe gerade irgendwo hier ein Känguru aufblitzen sehen. Keine Sorge, es war keine Einbildung. Ich habe wirklich eins aufblitzen sehen. Ja, hat man auch den Ruf gehört. Da ist es doch. Da hinter dem Busch ist es, verdammte Axt, das geht, kann doch nicht sein. Das ist wieder. Oh, ein männliches Tier. Ich muss da hinterher. Ich muss da hinterher, ich muss da hinterher, ich muss da hinterher. Da ist es, da ist es. Das rote Riesenkänguru. Wow, es ist äußerst flink unterwegs. Ja, männliches Tier. Noch ein bisschen Deo auflegen. Ja, ich renne ja schon seit einer Weile in der. Ah. Immer noch Ewigkeiten entfernt. Oh, ist das knuffig. Nachdem es diese unglaublichen Bewegungen gemacht hat, möchte ich es eigentlich gar nicht mehr abschießen. Ich glaube, ich habe hier gleich eine ziemlich gute Schussposition erreicht. Okay. Nicht okay. Ich korrigiere mich mal. Diese Schussposition war blöd. Vor allem, weil auf einmal ganz viel Gras war. Da ist es. Bleib mal stehen, Kleiner. Mann, mir fällt gerade auf, wie beschissen eigentlich das Zielfernrohr ist. Na, ich muss jetzt mal schießen. Dankeschön. Lieb von dir, dass du mir da so entgegenkommst. Wow. Schön sauberer Schuss, ne? Obwohl, so sauber war er gar nicht. Aber die kippen ja sowieso bei jedem Windhauch um. Von daher
Passt das schon? Oh, jetzt muss ich mich mal kurz strecken. Oh Mann. Ach, übrigens, heute ist der 6.2., das heißt noch 23 Tage, bis Far Cry Primal rauskommt. Also, bis ich den Key zugesandt bekomme. Und dann geht's los, dann wird weitergejagt. Auf urzeitliche Tiere. Säbelzahntiger, Mammuts, Nashörner. Natürlich alles mit Pelz, ist natürlich klar. Und noch viele weitere Sachen. Und zwar nicht mit solchen hochmodernen Waffen, wie wir sie gerade verwenden. Nein, mit primitivsten Waffen. Ein Stock, ein bisschen Faden, mit einem einfachen Pfeil oder ein Speer, eine Keule. So jagen richtige Männer. Gut, das war nur eine Werbung für mein nächstes Projekt, das dann, wie gesagt, Ende dieses Monats anfangen wird, hoffe ich. Oh, Wirbelsäule. Au. Ja, von dem muss ich einen Trophy Shot machen. Von dem muss ich einen Trophy Shot machen. Mann, Mann, ich habe eine total geile Idee. So, dann sieht es nämlich nach ein bisschen was aus. Komm, kommst du mal hoch. Nein, nicht schlafen. Nein, hör auf zu schlafen, du blödet Fido. Na, das sieht aber sehr intim aus. Ich hasse es. Jetzt machen wir mal das mal richtig. Ich fasse dich vorne an der Schnauze an, zieh dich nach oben. Gut, so geht's natürlich nicht. Ich will ein schönes Bild haben, verdammte Kacke. So geht's natürlich auch. Gut. Das Bild muss an Schönheit reichen. Jetzt bin ich natürlich noch rübergelatscht in meine Jagdbeute. Ich frage mich eigentlich, wer die ganzen Tiere hier aus der Wildnis abholt, die wir über den Haufen schießen. Das würde mich mal interessieren. Natürlich sagt man mal die Despawn, ne? Aber in Wirklichkeit werden sie von Aliens entführt. Wir sind nämlich ein hochspezialisierter Alien-Jäger. Nein, wir jagen keine Aliens, wir sind ein Jäger der Aliens. Das hat sich immer auch falsch angehört. Egal. Auf jeden Fall arbeiten wir für die Aliens als Jäger und versorgen die somit, weil ihr Planet ist vollkommen ausgestorben und die haben keine Nahrung mehr und wir sind die einzige, den einzigen Nahrungsversorger, den sie noch haben. Genau aus diesem Grund müssen wir die Tiere erlegen und die werden dann teleportiert. Da, guck da. Ja, ich habe mich schlau gemacht. Ich weiß, von was ich rede, manchmal. Manchmal, ja, sehr manchmal. Gut, genug geschwafelt. Ich werde hier nochmal einen kleinen Cut machen und dann sehen wir uns hoffentlich vor dem nächsten Känguru. Also, bis gleich. Oh! Sorry Leute, ich dachte jetzt, das greift mich an. Mann, 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 Mann. Hab ich mich gerade erschreckt. Sorry, sorry, sorry. Ich hätte das auch ahnen können, dass da direkt vor mir so ein blödes Schwein steht. Es kam aus dem Nichts, muss man schon sagen. Das war gewieft, das Schwein. Ah. Eingeweidetreffer, ja, da müsste es liegen. Erlegt. Eigentlich wollte ich hier keine Schweine mehr erlegen, aber ja, es ist mir förmlich vor den Lauf gesprungen. Nennen wir es so. Einfach vor den Lauf gesprungen. Das hättet ihr auch vielleicht gerade mal sehen sollen. Hier ist gerade eine ganze Rotte.
fünf bis sechs Tiere an mir vorbeigezogen. Da war ein Kerl dabei und der Rest weibliche Tiere. Und ja, ich habe mich echt zurückgehalten, weil ich möchte hier unbedingt jetzt mal ein paar, ihr wisst schon, Kängurus erlegen. Also ich übe mich gerade sehr in Zurückhaltung. Was ist denn das da vorne? Sieht aus wie nix. Ja, nice. So will ich das nicht sehen. Ach so, habe ich nachgeladen? Oh ja. Hatte ich. Das ist in Ordnung. Okay, gut. Ja. Ich dachte gerade, das Schwein rennt mich um, deswegen habe ich euch extra schnell zugeschalten. Ansonsten hätte ich es gar nicht gemacht. Aber jetzt seid ihr ja sowieso drauf. Naja. Passiert, passiert. Das war mal so ein kleiner Schreck. Na gut, wenn da so circa 10 Meter vor dir aus dem Busch ein alter Schwein heraustritt, da kriegst du schon Muffensausen. Und zwar wie? Wir sind momentan hier, dann müssen wir mal da lang. Normalerweise waren hier auf dem in der Ebene immer Kängurus gewesen. Aber das soll wohl heute nicht sein. Ich sehe mich hier keins. Ja, nicht der beste Tag, um Kängurus zu jagen, schätze ich mal. Was ist das? Das ist doch bestimmt Schwein hier. Ja, das ist Schwein. Das sehe ich schon an der Spur. Ich will aber kein Schwein, ich will Kangaroo. Er soll gut schmecken und zäh sein. Aber das müssen wir jetzt, glaube ich, hier nicht besprechen. Gut, Leute, ich werde doch hier einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das nächste Känguru, beziehungsweise das nächste Schwein, das mich umrennen möchte, gefunden habe. Also, bis gleich. Oh, Leute, 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 ich glaube, ich habe was gefunden. Sorry, da muss ich jetzt ganz, ganz schnell agieren. Es hatte mich nämlich, glaube ich, schon erspäht gehabt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es überhaupt da war, dieses blöde Vieh. Tja. Das passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Ah, oh Mann, das war aber haarscharf. 63, okay, das ist ein bisschen kleiner. Vielleicht kriegen wir damit mal einen vernünftigen Trophy Shot hin. Warte mal, ich hab einen tollen Plan. Es muss ja auch natürlich noch was aussehen. Ja, das geht schon. Das nehme ich so. Das ist schon gut so. Oh, nachgeladen hatte ich sehr gut. Wow, das war knapper Känguru von mir. Also das jetzt überrascht mich die Tiere, weil die irgendwie immer an den blödesten Stellen rumgammeln. Das ist gar nicht gut. Da muss ich sofort einen schnellen Schuss ansetzen, um das Tier mal richtig begutachten zu können. Gut, man hat gesehen, dass es ein männliches Tier war, aber Sichten ist schon ganz eine ganz nette Sache. Übrigens, wie hieß das? Wie hießen die Viecher? Verwildetes Schwein, Aufklärungsfähigkeit ist um 1 gestiegen. Ich bin jetzt Level 4. So viele verwilderte Schweine habe ich jetzt schon gesehen hier auf dieser, in diesem interessanten Revier. Gut. Ich müsste mal in den Himmel gucken, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wolkig. Ja, es ist wolkig. So, theoretisch müsste ich mich jetzt eigentlich in Känguru-Gebiet befinden, aber ich sehe da hinten schon ein Schwein. Von daher scheint es doch nicht so Känguru-Gebiet zu sein, wie ich es mir erhofft hatte. Diese blöden, verwilderten Schweine. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Das spüre ich. Ist da hinten noch eins? Nee, komm. Nee, das ist nur ein Stein ausnahmsweise.
aber eine Frechheit. Ich will was anderes jagen, nicht verblödete Schwein. Also für diejenigen, die echt gerne verblödete Schweine jagen, bestes Revier ever für die. Ohne Witz. Hallo. Hier kann man Schweine jagen ohne Ende. Bis man keine Munition mehr hat. Was früher oder später sowieso passiert wird. Na gut, ich dachte, ich sehe gleich vielleicht noch eins, aber es hat sich hier erledigt. Ja, dann mache ich wahrscheinlich noch einen letzten Cut und dann nach dem nächsten erlegten Känguru, denke ich mal, werde ich aufhören. Also sage ich mal, bis gleich, wenn ich das letzte Känguru gefunden habe. Bis dann. Bis dann, bis gleich. Okay, Leute, sorry, dass ich euch nochmal stören muss, aber ich habe einen richtig schönen Keiler gefunden, der mir gerade so schön entgegenkommt. Es ist eine Seltenheit, dass ich so ein großes Tier mal sehe. Habe ich mir gedacht, das nehme ich doch auch gleich mit auf. Das ist bestimmt interessant für euch. In irgendeiner Hinsicht. Oh, das ist ein echt schöner. Den habe ich. Sehr gut. Puh, das freut mich. Ich frage mich, ob der letzte Schuss auch noch getroffen hat. Ne? Habe ich den da geschossen oder wo habe ich? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, toll. Die Spur ist ja schon Ewigkeiten alt. Junge Herz, ja. Ein hervorragender Schuss. Muss ich mich mal selbst loben. Ah, Lunge, Herz, ja. War keine Chance gehabt. Kann ich nicht übel nehmen. Schauen wir uns das Schwein mal an. Ja, das kann sich schon sehen lassen. Ein schönes Tier, ein sehr schönes Tier. Gucken wir mal nach dem Score. Fast 1000, das ist doch schon mal eher die Klasse, die ich gern hätte. Und da ich sowieso so ewig kleine Schweine schieße normalerweise, muss ich das leider auch fotografieren. Deswegen, ich bitte mal kurz um Geduld. Jawoll, so ist das schön. Ja, auf mich herumzuschubsen, böses Tier. Gut, jetzt aber wirklich, ich will noch ein Känguru erlegen. Das bin ich euch schuldig. Weil wir haben 1, 2, 3, haben wir 3 oder 4 Kängurus erwischt. Auf jeden Fall 5 bis 6 Schweine. Einfach mal, einfach weil wir es kennen. Keine Ahnung. Die sind uns einfach nur vor die Flinte gerannt, die blöden Viecher. Was soll ich denn da machen beispielsweise? Ich kann doch nicht einfach sagen, nee, das schieße ich jetzt nicht, das ist mir zu schade. Ich muss ja meine Alien-Investoren versorgen. Ja, ich weiß, wieder die Theorie. Tja, so bin ich halt. Gut, also, noch ein Känguru und dann war es das für die Aufnahme, aber dieses Känguru wird sich leider wahrscheinlich nicht zeigen. Egal, ich gebe mein Bestes und bin gleich wieder für euch da, wenn ich das Känguru habe. Also bis gleich. Oh, Leute, ich habe ein Känguru gefunden. Und 3 verfehlte Schweine. Nein, ihr seht zwar gerade nur 2, aber da ist noch ein drittes. Das müsste hinten irgendwo rumkräuchen und fleuchen. Das ist gar nicht hier. Ja, kommt. Rennt auf mich zu, ihr blöden Mistviecher. Ich will das Känguru haben. Ich habe tatsächlich einen Känguru noch gefunden. Nachdem ich kilometerweit gelaufen bin. Endlich. Ein Lichtblick. Ein Känguru. Na gut, es war ein weibliches, aber es ist ein versprochenes Känguru. Ich habe ja nicht gesagt, welches Geschlecht es sein muss.
Da ist es. 115 Meter. Ey, ihr blöden, verwirrten Schweine. Verzieht euch jetzt hier. Ich hab lange die Schnauze voll von euch. Och, nee! Wenn du mir jetzt meinen Känguru verschreckst. Na, ah, das ist doch ein Troll, das blöde Schwein. Gut, das Känguru interessiert es nicht. Wenigstens etwas. Kann ich mich jetzt ganz in Ruhe anpirschen? Jawohl. Nein. Genau, was kann noch passieren? Ich ende hier vor einem Graben, durch den ich nicht durchlaufen kann, weil der einfach mal etliches tief ist. Lasst mich bloß in Ruhe, ihr Schweine. Ich will nur Mr. Känguru haben. Das ist 74 Meter. Ja, ist auch die perfekte Schussposition dafür. Unfassbar. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal aufgeklärt? Wow! Perfekte Schussposition ist vielleicht was anderes. Wow, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich es getroffen oder habe ich es nicht getroffen? Das sah nämlich ganz nach nicht getroffen aus. Und normalerweise fliegen mich hier immer um. Verdammt, nein, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Ja, ich habe getroffen. Egal, wie ich das gemacht habe. Ich habe getroffen. Ja, und es ist auf die Lodge zugerannt gegangen. Oh. Mann, das war vielleicht ein schlechter Schuss. Letztes Känguru. Ich habe so am linken Vorderbein getroffen, das ist trotzdem verreckt. Ich fasse das nicht. Ja. Wow. Gut, dann sind wir wieder da, wo wir rausgekommen sind. Wow. Also wir sind hier so. Wow, das war mal eine schöne Runde durch Bush Ranger Run. Muss ich schon sagen, hat mir sehr gefallen, bis auf die Sache, dass hier so viele Schweine waren. Aber irgendwie war es schon cool am Anfang mit diesen Quadra-Kill, wenn ich das mal so sagen darf, von den Schweinen. Das war schon mega. Sowas passiert mir seltener. Vor allem, weil ich nicht so mit Eisenwaffen jage gerne. Also ja, Musti ist cool. So, alles im Allen sehr erfolgreich. 4 oder 5 Kängurus, 5 oder 6 Schweine. Wow, das war mega viel, was wir erlegt haben. Und freut mich, dass ihr auch wieder mit dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder bei Auf der Jagd mit Karl. Also, bis dann. Haut da rein. Ciao, schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Haha, verarscht. Bis dann.